Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind jetzt mit der Metro unterwegs in das Zentrum von Helsinki. Gut gemacht hier, gefällt mir. Ja, mittlerweile haben es hier 20 Grad, so gegen 1 Uhr. Ja, ist ja unschwer zu erkennen. Wir sind hier im Marktbereich, gleich neben dem Hafen. Und Ströme von Touristen hier, das ist ja unglaublich. Und da haben wir auch einen Doppeladler. Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Fähre zu benutzen. Ja, und da vorne fährt ein Fake-Schaufelrad-Dampfer. Der fährt weder mit Dampf noch fährt er mit Schaufelrad. Sondern der fährt mit Dieselmotor und Schraube. Das rote Ding da hinten dran ist nur Schau, Zierrad. Wir haben gerade abgelegt mit der HSL-Fähre zur Insel Suom in Linnart oder auf Schwedisch Lonna. Und ganz weit am Horizont ein Kriegsschiff. Von der Eiszeit oder auch von der Meeresbrandung glattgeschliffene Felsen. Werden wir noch öfter sehen, sowas.
Interessant ist das schon, hier Valhalla zu finden. Und Adlerfeld mit T geschrieben. Ein riesiger Jasminbaum. Hier finden wir wieder mal einen Felsen, der vom Eis glatt geschliffen wurde. Ja. Freunde, Otti und ich machen jetzt mal einen kleinen Spaziergang hier auf der Insel Suom Linna, die ja, ja, ich sag mal so 2 Meilen der Küste von Helsinki vorgelagert ist. Früher mal russischer Marinestützpunkt. Und ja, ich stehe hier gerade hier an so einem Teil hier. Ja, ziemlich starke Uhrenkette hier, ne? Otti? Das ist eine Ankerkette. Ach so. Ja. Ja, deswegen ist sie so groß. Mhm. Ja, Ankerkette. Ankerkette. Gut, Ankerkette. Müsste ich eigentlich wissen, ne? Als alter Schiffbau, Maschinenbauer und Anlagenmonteur. Mhm. Aber war nur ein Scherz. Also wenn man sich diese Kaliber so anschaut, die müssen damals ganz schön viel Bumm gemacht haben. Guck dir das mal an hier, du, diese kleine Familie. Ha? Da hinten gibt es auch noch ein paar Küken. Noch so eine Truppe hier. Mit 2 Küken diesmal. Ja, das ist nicht zu übersehen, dass das früher mal eine Marinebasis war. Oh ja, der liegt aber schön im Wasser her. Dieses Bier gibt es nur auf dieser Insel, Suom Linna. Gehen wir ins Kriegsmuseum oder gehen wir ins Friedensmuseum? Hier ist das Kriegsmuseum. Na, wollen wir mal einen Blick reinwerfen? Na, lass uns mal gucken. Wir sind jetzt im Kriegsmuseum von Suom Linna und haben 8 Euronen abgedrückt für uns. Dafür als Eintrittskarte. Und dann habe ich gefragt, ob die noch ein Friedensmuseum haben. Aber das haben sie noch nicht. Und vielleicht werden sie daran noch arbeiten. Eben noch im Kriegsmuseum und jetzt schon wieder friedliches Leben hier auf der Wiese. Unser Rundgang ist beendet. Können wir auch an der Zeit ablesen, wie lange wir unterwegs waren. Und jetzt sehen wir mal zu, dass wir mit der Fähre wieder zurückkommen nach Helsinki. So, Fähre liegt an. Die Leute strömen rauf. Also, vorwärts geht's. Das war ein Kapital sehr noch.
Ja, für mich sehr erstaunlich, dass auf dem Markt die Gemüse, Obst, Fleisch und Wurstwaren quasi in Liter verkauft werden. Und jetzt gehen wir mal in die Markthalle, mal schauen, ob hier auch in Liter verkauft wird oder nach Kilogramm.